Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Danke fürs Wieder dabei sein. Nächster Part mit Schalke. 22. Spieltag oder 23. jetzt. 22 Spiele haben wir schon hinter uns und ja, die Tabelle sieht eigentlich richtig gut aus. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel wir eigentlich am Anfang noch verkackt haben. Da wäre eigentlich noch ein deutlicher Vorsprung möglich. Im Endeffekt sind wir jetzt ja, ganz gut dabei. Aber wir dürfen es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir dürfen da nicht nachlassen und ja, können nur hoffen, dass wir jetzt weiter liefern. Wir haben jetzt im Duell Magdeburg. Das wird eh ganz interessant. Bin schon mal gespannt, wie das so läuft. Und tatsächlich hatten wir in dieser Woche im Training schon wieder zwei Verletzte. Also es waren zum Glück keine zwei wichtigen Spieler, nämlich Fährmann und Bartel. Und zum Glück auch nicht lange. Aber richtig ärgerlich irgendwie. Aber dafür habe ich auch noch eine richtig coole Story. Und zwar haben wir einen Spieler, der jetzt mit dem Aufbautraining wieder begonnen hat nach seinem Kreuzbandriss, nämlich Leo Kreimel. Da mal kurz so eine Frage an euch: Wenn der eine Grundfitness von 8 hat, wird er das wieder aufholen oder wird er bei Grundfitness 8 bleiben? Weil auch der Perk mit verletzungsanfällig, das ist jetzt schon natürlich etwas, was mich irgendwie stutzig macht bei ihm. Aber gut. Ein Einsatz noch, dann kriegen wir nochmal 250.000 aus dem Kabak-Deal von Hoffenheim. Das ist immerhin mal positiv. Wird uns jetzt im Moment auch nicht helfen bei den ganzen Schulden. Ich glaube, das Einzige, was uns wirklich hilft, ist aufzusteigen und dann ein, zwei Transfers. Aber schauen wir mal. Bartel und Dörr haben für die U19 gespielt. Dörr mit zwei Toren. Der hat jetzt 9 Tore gemacht in der Saison bisher für die U19. Das ist schon ziemlich gut. Und die Fitnesstests, es geht bergauf, Leute. Es geht bergauf. Wichtig, denn nächste Woche spielen wir gegen St. Pauli. Top-Duell natürlich. Und jetzt können wir einige Jungs wieder mitnehmen. Madrigiani ist wieder dabei. Dörr und Bartel streichen wir mal runter. So, jetzt ist mal die Frage. Wir haben Innenverteidiger 2 auf der Bank. Madrigiani kann rechts spielen, Sasseres links. Das heißt, Sotea 75 Minuten, den kann man eigentlich auch mitnehmen. Dann Jeka geht, Seguin geht, Schmid noch nicht. Das heißt, wir können eigentlich so machen, würde ich mal sagen. Und dann werde ich heute mal den Terodde vorne spielen lassen. Ich finde, dass der jetzt, nachdem er jetzt länger nicht gespielt hat, echt mal wieder verdient hat, in der Startelf zu stehen und mal wieder seine Chance kriegt. Und dann würde ich sagen, na, der Rest passt. Sonst wechsle ich nicht. Ich lasse Osmani heute auch von Beginn weg spielen. Der hat im letzten Spiel 2 Assists gemacht. Und wenn die anderen Jungs auf der Bank eh noch nicht so fit sind, dann passt das schon. Und dann können wir ja sonst, wenn er heute keinen guten Tag erwischt, eh in der zweiten Hälfte wechseln. So. Boah, wieder die Trikotwahl. Zum Glück kenne ich meine Spielernamen schon halbwegs. Hier zum Beispiel Schuller und Ito. Na, im Endeffekt mit den Hosen und ja, der andere Blauton minimal, aber die Hosen helfen natürlich. Aber schon ein bisschen ärgerlich. So, Manuba auf Top. Dann ist wieder Manuba da, nachdem Top hier gefoult wurde. Und da ist Uedrogo. Den Abpraller nutzt er, 2. Minute. Wir gehen in Führung. Pollersbeck ohne Chance. Was für ein Start für unsere Jungs. Wir sehen hier Manuba. Wahnsinn eigentlich. Schaut mal hier aufs Alter. Mit Manuba, Top, Osmani und Uedrogo da vorne drin. Ah ja, und Terodde. Gut, Terodde ist so alt wie alle anderen zusammen. Aber gut, den habe ich ganz übersehen. Sieht man wieder, wie kurzsichtig ich bin. Wenn man da den kleinen Terodde vorne übersieht. Gut, in dem Haufen blauer Trikots. Auch schwierig. Terodde stellt da gut seinen Körper rein, aber es klappt leider trotzdem nicht. Plötzlich ist Schuller durch und das Ding ist drin. Es ist schon wieder so billig. Sorry, da musste ich meinen Kuli schmeißen. Das Ding zählt nämlich. Wir verlieren hier mal den Ball, obwohl Terodde eigentlich den Körper gut reinstellt und dann geht es ganz schnell. Ito. Und es ist ein Pass in die Tiefe. Tower spekuliert auf Abseits, was aber weit und breit keins ist. Und ja, mit der ersten Offensivaktion plötzlich der Ausgleich. Es nervt so sehr. Aber wir haben jetzt genug Zeit, wir können das Spiel immer noch 5-1 gewinnen. Theoretisch, also müssen wir da einfach ruhig bleiben. Manuba wird nicht attackiert, Pollersbeck. Den hat Manuba nicht gut platziert, aber Pollersbeck hatte trotzdem so seine Probleme. Also ich glaube, wenn er den hier wirklich besser aufs kurze Eck bringt, ist er drin. Und Osmani
Hollersberg hier wieder mit den Fingern dran. Barbosa, Uedraogo, Osmani. Boah. Wieder stark hier vom jungen Österreicher. Der macht sich nach seiner Rückkehr und der Verletzungspause eigentlich schon extrem gut. Ah ja, die haben ja Franz Kretzig geliehen. Stimmt. Wie scheiße kann man stehen? Schalke sagt ja. So, wir sehen mal hier. Unterzahlsituation, was schon mal blöd ist. Kretzig hier mit dem Pass rüber. Schallenberg geht all in. Aber was ist denn hier los? Also für meinen Geschmack müsste Mörkin hier rüber und Barbosa hier. Ja. Expected Goals wird von, was haben die, 0,6 und zwei Tore gemacht. Franz Kretzig links. Die sind schon wieder durch. Der ist schon wieder drin, 34. Was ist denn mit euch los, Jungs? Also ich würde am liebsten jetzt schon komplett durchwechseln. Da hier wird super in die Tiefe gestartet, nachdem Choupo-Moting sich halt rausziehen hat lassen. Das, er muss da in der Situation auch rausgehen, deswegen kein Vorwurf an ihn. Vier Schüsse, drei aufs Tor, drei drin. Wir haben einen besseren Expected Goals Wert und sind zwei Tore hin. Aber Hauptsache, ich sag noch, wir können das Spiel eh noch 5-1 gewinnen. Das wird halt eher ein 5-3. Mörkin, 3-2. Osmani mit der Ecke, die war schon gut. Terodde an die Latte, dann Top, der ablegt und Mörkin nimmt den gut mit und macht es sehr ruhig und überlegt in der Situation. Kretzig mit dem Freistoß, das hätte jetzt gerade noch gefehlt, dass die das 4-2 machen aus dem Nichts. Also unfassbar kaltschnäuzig, wie Magdeburg hier spielt. Mörkin klärt per Kopf, jetzt muss man rausrücken. Auch hier wieder. Immer den Schritt zu spät. Ah, die Noten sind eine Katastrophe. Also Marius Müller, der nagt schon an seinem Gehaltsentzug. So, jetzt noch an meiner passenden Körperhaltung arbeiten müssen. Ich bringe mal den Matriciani für Barbosa, weil der ist aggressiv, hat eine Note von 6,5 und Matriciani hat eben eine sehr gute Zielstrebigkeit. Osmani nicht gut, da bringe ich den Seguin, den Shaker, ich hoffe, dass das irgendwas bringt. Manuba überfordert, da bringen wir Sortea, das heißt, jetzt kommt im Endeffekt auf jeden Fall Qualität und auch Erfahrung rein. Vor allem, wenn man Manuba und Osmani jetzt mal bedenkt, dass die rausgehen. Und schauen wir mal. Mit dem super Antritt, aber Mörkin kann ihn trotzdem noch stoppen. So, Mörkin. Top drüber. Der Rolle auch mit einer 6,4. Also der rechtfertigt seine Aufstellung heute auch nicht. Also wenn man beim Einwurf so weit wegstehen kann, ist mir schon ein Rätsel. Da hast du ja eh die Chance, die ganze Zeit zu schauen, wo der Gegner steht und dich zu positionieren. Das ist spannend. Sortea. Ich stelle jetzt beide Außenverteidiger auf Attack. Mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu defensiv. Und auch Schallenberg auf Support. Wir suchen jetzt wirklich das Glück in der Offensive. Auf die Gefahr hin, dass wir noch vier Tore kriegen oder noch drei, sagen wir es mal so. Mörkin. Ball zu Terodde, kommt nicht durch. Matriciani, Schallenberg, Sortea mit dem guten Antritt. Wieder Sortea, Jeka und da ist der Ausgleich 3:3. Ich bleibe jetzt aber bei den taktischen Änderungen.
Also Supervisor Thea hier antritt und dann auch nachsetzt und den Ball super zu Jäger bringt, der hier zu seinem zweiten Saisontor einschiebt. So, jetzt sind wir in der 61. Magdeburg mit einer Standardsituation. Das war aber abseits, oder? Ja. Gute Parade von Müller trotzdem. St. Pauli spielt gerade nur unentschieden. Wie wir halt. Schallenberg mit einer gelben Karte. Ich mache jetzt folgendes: Ich bringe den Seguin für Schallenberg und ich bringe den Lasme für Terodde. Also können wir nur hoffen, dass sich jetzt niemand mehr verletzt. Tower gut, Schallenberg, Terror. Was macht. Alter, Terror, der geht mir auf den Sack. Ich mag den eigentlich so gerne, Stürmer. Aber da ist er gerade echt. Keine Hilfe. Warum bleibt Schuppermann stehen? Warum bleibt er mitten im Laufduell stehen? Ach, sorry. Was soll die Scheiße? Hat er jetzt mitten im Laufduell auf Abseits spekuliert, oder was? Also zum einen ist das meilenweit kein Abseits. Zum anderen, kam nicht dazwischen. Ah, der hat versucht, irgendwie hinzuspringen oder so. Was ist das für ein Mist? Sorry Leute, dass ihr mich gerade so erlebt. Das kommt jetzt nicht so oft vor. Immer wieder mal, aber doch selten. Aber die haben einen Expected Goals Wert von 1,7 und machen vier Dinger. Merkin mit der Ecke 79. Hollersbeck hält den Kopfball von Lasme. Lasme ist durch. Wenn er schnell genug ist. Boah, 4-4. 85. Nutzt den Fehler hier. Und bringt uns wieder ins Spiel. Da haben wir Riesenglück gerade, dass Lawrence hier pennt und Lasme so schnell ist. Mit der Rodde hat es nicht geklappt, also gut, dass wir da jetzt gerade gewechselt haben. Uedraogo, Lasme. Starker Antritt. Kriegt Unterstützung von Merkin. Nochmal die Chance über rechts, Sotea. Jäger mit der Flanke, die ist gut. Knapp drüber. Oh, Top bleibt hängen in der Situation unnötig. Statt der Chance für uns hier beinahe der Konter, aber Uedraogo passt auf. Der ist auch schon komplett müde, aber super Einsatz von ihm hier in der Situation. Uedraogo, lass mir. Was ist das für ein Abschluss? Abseits auch noch. Und St. Pauli macht die Führung. Quasi in letzter Sekunde. Sotea, Außennetz. Das ist unglaublich. 95. Ecke Magdeburg, Condé. Also was wir hier defensiv veranstaltet haben, ist halt unter aller Sau. Enttäuschend, dass wir nicht gewonnen haben. Wir werden jetzt auch ein paar Warnungen und Geldstrafen aussprechen, weil ich einfach mit einigen Leistungen hier gar nicht zufrieden bin. Jäger wieder mal verletzt. Lass mir gut in Form, aber für ein Tor lobe ich ihn jetzt nicht. Da muss schon ein bisschen mehr kommen.
Ja, wir gehen auf den Terminplan und aufs letzte Spiel 4 zu 4. Und da sehen wir, es ist bei den Noten nirgends ein Totalausfall dabei. Müller hat sich erholt. Da kann ich gar nicht so richtig kritisieren. Das ist mein Problem jetzt. Unfassbar. Ja, das Doofe ist halt irgendwie, dass wir, ja, dass wir defensiv so anfällig sind. Ich kann schon verstehen, wir haben Metzala auf Attack, wir haben vorgeschobenen Spielmacher auf Attack, wir haben beide Flügel, die ordentlich Gas geben. Vielleicht müssen wir schauen, dass Schallenberg hier nach hinten ein bisschen mehr tut. Und Defensivlinie ist auf mehr aufrücken, da sind wir eigentlich auch ziemlich anfällig, deswegen lassen wir das vielleicht auch. Ja. Das muss ich jetzt echt mal verarbeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, schreibt mal. Aber das ist wirklich brutal. St. Pauli hat eben gewonnen, was wahnsinnig wehtut. Wichtig ist aber vor allem, dass hier hinten der Abstand gleich bleibt. Und ja, im Endeffekt. Wir sind weiter ungeschlagen. Das ist das, was stehen bleibt. Seit September keine Niederlage mehr. 3. März, Geburtstag. Nächstes Spiel gegen St. Pauli. Eckeren ist immer verfügbar. Wen machen wir noch verfügbar für die zweite? Baumgartl sollte mal wieder spielen. Krüger sollte spielen. Kalosch sollte spielen. Der Rest passt soweit. So, jetzt die restlichen Spiele. Wir haben Düsseldorf gegen Hansa Rostock, was nicht so schlecht ist. Die nehmen sich gegenseitig da Punkte weg. Hannover spielt gegen Osnabrück. Schauen wir mal. Hannover gewinnt. Wenigstens Hansa Rostock nur X gespielt. Das heißt, so gesehen war das für uns jetzt gar nicht so schlecht. Jetzt wäre es halt nur wichtig, gegen St. Pauli zu gewinnen. Ob uns das gelingt, wer weiß. Boah, Schuppermann verletzt. Dafür ist Schmid bald wieder da. Es wäre echt so schön. Ich würde es so feiern, wenn wir mal eine Woche ohne Verletzungen hinbekommen. Können generell vielleicht schauen, dass wir die Trainingsintensität ein bisschen runterdrehen, aber ganz ehrlich, daran kann es nicht liegen. Wir haben keine einzige englische Woche im Moment. Also, einzige, die Intensität ist relativ hoch bei unseren Jungs. Generell. Was wollte ich denn gerade? Wollte ich hier reinschauen? Hier wollte ich reinschauen bei der Intensität. Ja, die sollen aber auch normale Intensität haben im Training. Also, da werde ich, glaube ich, die Intensität jetzt nicht runterdrehen. Beijing ist eine Leihe von Roberto Massimo dran. Die nächsten 4 Monate, auch spannend. Und da geht wirklich. Ja. Ah ja, Baumgartl verletzt, 2 bis 3 Wochen. Nächste längere Verletzung wieder ist. Wir haben die besten Physios, die besten Sportwissenschaftler in der Liga. Also wenn ihr sonst noch Tipps habt, ich kann sie versuchen, in so eine Luftpolsterfolie einzuwickeln, die Jungs. Hab momentan eh genug da, weil ich ja bald am, also weil bei mir ja bald ein Umzug ansteht. Oh. Ja gut, lass mich verletzt. Ja, warum nicht? Wäre ja sonst langweilig gewesen hier fürs Spitzenspiel. Ich bin so frustriert. Hannover gewinnt, Rostock gewinnt. Hannover ist richtig nah dran, Rostock aber auch nur noch 5 Punkte hinter uns, führt auch nur 5 Punkte hinter uns. Wenigstens 250.000 haben wir bekommen, aber das könnte jetzt eine richtig bittere Runde für uns werden. Wenn wir jetzt gegen St. Pauli verlieren sollten. Es ist so spannend. Mach jetzt niemanden verfügbar. Verletzen sich ja so schon ständig. Alle brauchen sie auch noch, nicht noch spielen. Joachim Löw ist neuer Trainer von Kaiserslautern. Oh, wie verrückt ist denn das? Jogi Löw. Okay, spannend. Gut, haben wir
Haben wir noch Spieler? Ein paar haben wir noch. Das heißt, wir nehmen Choupo-Moting müssen wir ersetzen, da können wir Matrigiani spielen lassen. Das ist jetzt mal nicht so tragisch, weil von Choupo-Moting bin ich jetzt bisher auch nicht so begeistert. Kalasch können wir mal mitnehmen, dann haben wir wenigstens noch einen Innenverteidiger. Rechts hinten, links hinten haben wir, zentrales Mittelfeld haben wir. Wir brauchen aber den Dörr, weil Lasme angeschlagen ist. Also eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, müssen wir mit Terodde und Top spielen, weil Lasme und Washington verletzt sind. Also wir haben nicht viel andere Möglichkeit. Wie schaut es bei Schmied aus? Maximal 75 Minuten. Ja, den könnte man dann einwechseln. Ich werde, glaube ich, den Seguin heute für Schallenberg spielen lassen, weil der keine gute Form hat. Wobei Seguin ist eigentlich auch nicht besser. Tempelmann hat 7,06. Super mentale Werte. Lass mal Tempelmann heute mal spielen. Die mentalen Werte, die werden wichtig bei so einem Spiel heute. St. Pauli zu Gast. Erster gegen Zweiter. Unfassbar wichtige Partie. Tower fängt den Pass in die Tiefe auf Eggestein ab, zum Glück. Keine Anspielstation für Barbosa. Alle anderen schieben nach vor. Deswegen hat er nur die Verteidigerkollegen und Tempelmann zum Anspielen. Aber wir kriegen es irgendwie hin. Manuba, Osmani, Matriciani. Osmani nimmt den gut mit. Ich hoffe, dass der jetzt wieder an seine Form vom vorletzten Spiel anschließen kann. Sehr ein bisschen Risiko, ihn in dem Spiel spielen zu lassen, aber ich finde, dass er seine Sache schon ganz gut macht. Also besser als ein Shaker. Seguin ist natürlich ein Thema, aber der ist ja nicht ganz fit. Den könnte man jetzt zum Beispiel dann in Hälfte 2 ganz gut bringen, statt Osmani. Manuba wird getackelt. Kriegt ihn wieder. Und Top mit der Riesenchance. Nächste gute Chance bei uns. Osmani Ecke, 12. Minute. Der Rodde ist da, Top ist da und ich hoffe, dass das jetzt kein Abseits ist, aber ich glaube nicht. Wir führen gegen St. Pauli. Top nach Kopfball von Terodde hier. Schon gedacht, dass Terodde den einköpft, aber der wäre wohl vorbeigegangen. Mörkin, Tempelmann, Barbosa, Uedraogo und geblockt. Wir versuchen die Jungs zu beruhigen. So, Matriciani presst hier super raus. Terodde, top. Wieso schießt er in der Situation? So, Hartl, Matriciani presst wieder gut raus. Schade, dass er da den Ball dann nicht irgendwie in unsere Kontrolle oder wir ihn nicht unter unsere Kontrolle gebracht haben. Und Eggestein. Ecke. Weiter geht's. Banks. Shebanks, 23. Minute. Jetzt habe ich wieder ein Ohrwurm von dem Lied. 90er Jahre Trash Pop, glaube ich mal. So, Uedraogo, wichtiger Ballgewinn. Terodde, Mörkin, Barbosa, Uedraogo, Osmani. Gute Übersicht. Manuba mit der Flanke, aber die ist nicht gut. Oh, schade, da war wieder mehr drin. Aber das ist auch gut, dass wir da Sorteer auf der Bank haben, damit wir da auch wieder Qualität bringen können in Hälfte 2. Der müsste dann eh auch bald wieder fit sein oder fit genug, dass wir ihn in der Startelf spielen lassen können. Osmani mit der Ecke. Matriciani, nächste Ecke.
Osmani wieder mit einer 7,0, also der rechtfertigt durchaus hier seine Aufstellung heute wieder. Zum Glück. Mörkin. Boah. Nimmt den Volley. Der war nicht ungefährlich. So, Ritzka. Bartl. Oh, Drogo kommt da beinahe ran. Aber jetzt sind sie plötzlich durch. Die Flanke ist gefährlich. Matriciani klärt fürs Erste und der Nachschuss von Ritzka zum Glück rüber. Also wir sind das klar bessere Team, aber das heißt ja nichts. Haben wir ja leidvoll erfahren. Zuletzt erst. Top, super Tackling. Ganz wichtig, dass er da hinten mithilft. Top generell mit einem guten Spiel heute. Nur Drogo. Mörkin. Boah. Da war der Torhüter noch dran und lenkt ihn an die Latte. Ich finde, es war eine Bewegung zu viel. Der muss man ein bisschen weiter weg abziehen. Dann ist der Winkel von Torwart auch nicht so gut. Aber was für ein Reflex. Und dann ist es abseits. Oh. Es ist eine richtig starke Vorstellung unserer Jungs heute. Stimmt mich auf jeden Fall zuversichtlich. Matriciani muss rausrücken. Bartl. Und dann ist er drin, weil er abgefälscht wird. Das ist ein Eigentor von Tower. Also Glück haben wir halt auch keins im Moment. Ernsthaft, echt. Wieder das klar bessere Team und dann kriegst du halt so einen. Wieder einen Nominierten für das Kacktor des Jahres. Hartl, der nach innen zieht, der macht es eh gut. Ja, und dann ist halt Tower, der ihn unhaltbar ablenkt. Pech für Tower im Endeffekt auch, weil das kannst halt auch so nicht planen. Ich hoffe zumindest, dass er es so nicht geplant hat. Okay, was ist denn jetzt los? Tower, ernsthaft? Und dann kommt er gegen Eggestein nicht mehr in den Zweikampf. Also jetzt muss der Junge aufpassen. Ich gehe jetzt auf mehr fordern, damit wir jetzt irgendwie konzentriert in die Halbzeitpause kommen. Aber das kannst du halt nicht bringen. Tempelmann eine 6,4. Schön, dass ich dem jetzt die Chance gegeben habe. Wir hatten viele, viele Schüsse aufs Tor, dementsprechend bin ich zufrieden. Das sage ich jetzt einfach mal. Nicht draufhauen auf die Jungs. Schallenberg kommt rein für Tempelmann. Und Sortea für Manuba. Und Schmied können wir dann später noch bringen, was sicher auch nicht schlecht ist, aber machen wir mal mit den beiden weiter. Also für den Pass könnte ich Osman jetzt eigentlich auch gleich auswechseln. Sowas nervt mich immer unglaublich. So. Super von Schallenberg, top auf Terodde. Ja, der behauptet sich nicht so schlecht in der Situation. Laufduell hätte er wahrscheinlich keins gewonnen, aber der Abschluss war ganz gut. Also zumindest nicht ungefährlich. Gut, ist übertrieben. Schallenberg, Osmani. Nächste gute Parade. Aber die Jungs sind da. Das ist wichtig. 50. Minute. Ore Drogo kriegt ihn. Schallenberg haut ihn drüber. Und dann kriegen wir fast wieder das Tor. Ein langer Ball in die Tiefe. Jetzt hat Osmani was abgekriegt, das ist bitter. Da bringen wir den Schmied und für Ure Traugo den Jeka. Wahrscheinlich tausche ich das noch. Ist die Frage. Ja, ich glaube schon. Bringen wir da zwei frische Kräfte. Im Endeffekt von den Fähigkeiten her ist das jetzt wahrscheinlich sogar eher stärker geworden. Nur der Shake halt generell jetzt so. Ich meine, zuletzt hat er sogar getroffen. Also vielleicht geht es ja jetzt bei ihm bergauf. Das wäre schön. Terror, der macht's. Oh, Jesus. Und ich bin nicht gläubig.
Merkin mit der Ecke und Terodde ins kurze Eck. Wahnsinn. So, jetzt geht's darum, das ganze Ding jetzt gut über die Bühne zu bringen. Merkin mit der guten Balleroberung. Barbosa heute auch eine 7,0. Tower 6,6, der hat sich nicht wirklich gefangen. Madrigiani auf Schmied. Beinahe aus der Distanz das 3-1. Barbosa macht dabei beinahe seinen Treffer. Unglaublich. Wieder gute Parade. Also jetzt hätten wir schon sowas von verdient, hier 3 oder 4-1 zu führen, aber irgendwie ist es halt wieder knapp. Das ist so echt so ein bisschen ein Leiden von uns, so ehrlich muss man sein. Die Chancenverwertung. Expected Goals Wert von 2, also so gesehen kommt es ja hin. Einwurf Sotea, Madrigiani klärt ihn, Ritzka gegen Jekka, Müller hat ihn. So, wir beginnen mit den Zeitspielen, nach Umschaltspiel zurück und ja, that's it. Wirklich zustellen tun sie uns nicht krass, sie attackieren jetzt auch nicht super früh, also können wir dabei bleiben, dass wir weiterhin von hinten rausspielen. Top auf Sortea, gut gemacht. Wieder top. Und also das ist schon der Punkt, wo ich dann überlege, da sollte man vielleicht geduldig spielen reinhauen. Wenn der aus 35 Metern Entfernung in dieser Situation abzieht, dann haben wir definitiv was falsch gemacht. Merkin, müde, da bringen wir jetzt noch frische Kraft links hinten, nämlich Sassares. Für die Schlussminuten. Jetzt kommen sie eh über die Seite von Sassares. Der da nicht wirklich in den Zweikampf kommt. Madrigiani klärt fürs Erste, Ritzka, Müller an die Latte. Holy shit. Das wäre es jetzt gewesen. Aber jetzt sieht man, wie sie uns zustellen. Und wie viel Dusel wir da haben. Aber ihr könnt halt auch schon abpfeifen. Wir sind in der 97. Das sind 5 Minuten Nachspielzeit angesagt. Also, wenn der jetzt reingegangen wäre, dann hätte ich da auf meine Tastatur gekotzt, glaube ich. Wir gewinnen das Spitzenspiel. Leute, das ist so ein geiler Sieg. Ein schmutziger, nicht unbedingt schöner, attraktiver Sieg. Aber wir gewinnen gegen St. Pauli, erhöhen damit auf 4 Punkte. 10 Spiele vor Schluss und ja, 8 Punkte auf den Nicht-Aufstiegsplatz. Also das ist schon geil. Das tut richtig gut. Osmani, Knieprellung, das tut weniger gut. Dafür sind wir schon seit 17 Spielen ungeschlagen und Terodde hat mal wieder getroffen, was irgendwie auch ganz cool ist. Ja, nicht schlecht. Wenn wir noch kurz schauen. Paderborn und die Hertha. Das wird ein interessanter nächster Part. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich drauf. Bis bald. Danke. Ciao.